Nach 10 Jahren haben die alten Notfallgeräte des Roten Kreuzes ausgedient. Sie werden ersetzt durch 42 hochmoderne und leistungsfähigere Defibrillatoren und Monitoringgeräte. Wir haben natürlich gesagt, was ist die Zukunft, wohin entwickelt sich der Rettungsdienst, und haben uns jetzt um Geräte umgeschaut, die für die Zukunft gerüstet sind. Das heißt, den Sanitätern noch viel mehr Möglichkeiten der Patientendiagnostizierung und Überwachung ermöglichen, und wir hoffen so, für die Zukunft gerüstet zu sein. Da gibt es zwei Teile. Zum einen den Behandlungsteil, da ist die lebensrettende Defibrillation dabei, Kardioversion und auch die Schrittmacherfunktion. Und zum anderen bieten die neuen Geräte das Monitoring, das Notfall-EKG, aber auch ein erweitertes Ruhe-EKG zur Diagnose durch die Kardiologen und durch die Notärzte. Zum anderen die Sauerstoffsättigung im Blut, SpO2, die CO2, Messung ist beinhaltet, die Blutdruckmessung und in der Vollausstattung auch die invasive Blutdruckmessung, die Temperaturmessung ist ebenso in diesem Gerät beinhaltet. Die Geräte können die Messdaten des Ruhe-EKG direkt und rasch an die Kardiologie des Landeskrankenhauses Feldkirch übertragen. Von dort aus soll die Arbeit des Rotkreuz-Teams unterstützt werden, was die Behandlung des Patienten beschleunigen und verbessern soll. Das Gerät übernimmt somit auch einige Aufgaben der Rettungssanitäter und Notärzte, was diese entlasten soll. Durch diese erweiterten Monitormöglichkeiten, neu jetzt insbesondere mit diesem Projekt für die Rettungssanitäter, fallen diese Arbeitsschritte weg. Sie können also durch das Gerät durchgeführt werden und bedeutet, dass im Einsatz schneller, noch schneller gearbeitet werden kann. Ein besonderes Kennzeichen des Gerätes ist, dass es dreigeteilt werden kann. Dies erleichtert die Arbeit besonders bei schwierigen Bergungen, wenn eine sogenannte Patientenbox beim Patient belassen werden kann, aber die Monitoreinheit beispielsweise nicht beim Patient sein muss, sondern die kann dann auch ein paar Meter hinterher getragen werden, und trotzdem kann der Patient auch in einer schwierigen Bergung beurteilt und monitorisiert überwacht werden. Es sind jetzt 42 Geräte, das heißt jeder Notfallwagen vom Rettungsdienst und jeder Notarztwagen hat ein solches Gerät an Bord, plus 2 Geräte für den Schulungsbetrieb, weil wir müssen ja laufend unsere Mitarbeiter auf diesem Gerät schulen, damit das auch in der Anwendung ganz sicher funktioniert. Die ganze Investition hat etwa 700.000 Euro gekostet und wurde ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen unserer Mitglieder finanziert, um auch damit der Bevölkerung wieder etwas zurückzugeben von ihren Spenden, nämlich dass jeder in jedem Notfall die Chance hat, optimale medizintechnische Geräteversorgung zu bekommen.